Wie gesagt, ich gucke jetzt gerade hier auf meinen großen Bildschirm mit Ableton und also wenn ich so erzähle, ich mache hier Musik, ich mache hier mit Computer Musik, dann sagen alle, oh, ey, was, das ist ja nichts Besonderes, das kann ja jeder. Ne? Ja, also das ist tatsächlich nicht so. Wenn ich dann hier in meinem Studio den Leuten das zeige, wie es dann funktioniert, wie dann die Feinheiten sind, wie dann die speziellen Automatisierungen gemacht werden und, ne, dass du hier so 40 Spuren manchmal hast, das ist, da schlackern die nur noch mit den Ohren. Die Qualität ist heutzutage in der Computermusik genial. Und man erkennt auch kein, ob das jetzt ein echtes Instrument ist oder ob das jetzt ein Computerinstrument ist. Das kann man heute nicht mehr feststellen. Also mich hat ja schon immer der Synthesizer interessiert und dieser Analog, was man mit dem Teil alles machen kann, hier bei Ableton Live, das ist schon genial. Ne? Also da kriegt man ja Klänge raus, Töne und das ist total irre. Ne? Also wenn ich mir überlege, früher hat so ein Teil vielleicht mal 10.000, 15.000 Euro gekostet und heute kriegst du das für 500, 600 Euro im Paket. Ne? Das ist schon irre. Und ja, und schon dieser Groove, den man da jetzt so miterlebt, dieser Rhythmus, diese Konstruktion, Bass, Schlagzeug, ich meine, das kenne ich von früher auch schon, aber das ist schon super geil, wie das hier erklärt wird, wie das gebaut wird. Und das sind gute Ansätze, die ich gut gebrauchen kann. Also erstmal ist die Erklärung sehr gut. Beide, der Ingo und der Stefan, hat das auch sehr gut gemacht. Das habe ich ihm auch schon mal zukommen lassen, das Lob. Hat sich auch ganz herzlich bedankt darum. Wirklich sehr gut. Ich gucke mir immer wieder mal diese Aufzeichnungen an und das bringt echt was. Ne? Also diese Feinheiten am Analog zum Beispiel, diese feinen Einstellungen, das ist schon klasse. Ne? Und beim Ingo, ja, was ja interessant ist, dass da immer Leute, die auf einmal Erfolg haben, ne? Die mal hier in diesen Gruppen, in diesen verschiedenen Kursen waren oder jetzt auch noch sind und plötzlich Erfolg haben. Ne? Das ist ein tolles Ding. Es macht auch Spaß zu hören und auch genau da ist es. Man hat Respekt vor diesen Menschen. Man gönnt es ihnen. Das ist ja heute auch nicht mehr so einfach. Heute gönnt ja keiner mehr dem anderen was. Aber da in dieser Gruppe finden das die Leute toll, dass da welche was geschafft haben. Ne? Auch der Stefan Herzog, der hat ja auch mal angefangen, so wie ich gehört habe bei euch. Und der macht jetzt super geile Musik. Ne? Also, und auch der Ingo, ne? Wenn ich das höre, der lebt ja praktisch in der Musik. Der macht das genauso gut. Ne? Also das ist schon richtig klasse. Und man lernt da wirklich sehr, sehr viel. Ja, das ist die Hausparty, erklärt zum Beispiel so einen Groove, wie so ein Groove gemacht wird, wie das zusammenhängt, wie so ein Bass verstärkt klingen kann, um dann nicht nur so einen schwachen Bass zu hören, sondern einen fetten Bass oder das Schlagzeug, die Kickdrum ein bisschen zu verstärken. Diese ganzen einzelnen Instrumente, gerade am Schlagzeug, im Bass, was ja doch ein Hauptteil einer Musik ist, gerade da die fehlenden Elemente, die vielleicht gar keiner hört, aber das, was beigebracht wird in diesem Kurs oder darauf wird hingewiesen, das sind so Feinheiten, die halt, mach mal das dazu oder das oder ich würde das machen, ich würde mal vielleicht hier einen Kompressor reinsetzen oder sowas. Ne? Das sind so Sachen, die kann man in diesem Kurs halt lernen. Oder zumindest, wenn man es auch schon weiß, kann man es halt verbessern. Jeder Kurs, ich habe es ja im beruflichen Leben auch so gehabt, jeder Kurs oder jede Fortbildung, da bleibt was hängen. Da ist immer was, was man gebrauchen kann. Und hier bei diesem Kurs kann man eine Menge gebrauchen. Also das ist zumindest ein guter Einstieg, ein super guter Einstieg. Vielleicht sogar fürs Berufsleben. Ne? Vielleicht hat da jemand die Möglichkeit, da mal voranzukommen.
Also besser ist dieser Kurs auf jeden Fall, weil der sehr intensiv ist. Man kann direkt Fragen stellen, wenn man was hat. Ich stelle kaum Fragen, weil das ist so gut erklärt, dass ich das ziemlich gut verstehen kann. Aber die Möglichkeit besteht, und das ist das, was das bei YouTube eben nicht so funktioniert. Also man kann da halt nicht die Fragen stellen. Und hier bei diesem Kurs ist das einfach genial. Nach dem Kurs, vor dem Kurs kann man sich ein bisschen unterhalten, wenn man möchte. Und schon mal Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, die vielleicht bei der Produktion entstehen, sodass da auch professionelle Hilfe direkt vor Ort ist, sozusagen. Ja, das ist schon toll. Ja, eigentlich ist es für jedermann geeignet, der Interesse für Musikproduktion hat. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn jemand ernsthaft Musik machen möchte und fachliche Unterstützung haben möchte, vor allen Dingen sehr gute fachliche, nicht nur fachlich, sondern es gibt ja viele YouTuber, die fachlich unterstützen, aber das ist wirklich hervorragende Arbeit, die hier geleistet wird. Auch wie gesagt, die Leute in der Zusammenkunft, die sind alle gut drauf, es sind sehr nette Menschen und ja, da kann man sich eigentlich nur wohlfühlen. Ja, ich bin ja ein Typ, der sehr zurückhaltend ist, aber die Leute machen es eigentlich nicht schwierig, da mal mitzureden. Ne, auch wenn man jetzt, wenn jetzt Leute, die frisch dabei sind oder ja noch nicht so viel Erfahrung mit der Software haben, die werden dann an die Hand genommen, da wird ganz normal drüber gesprochen und ich sage, ey, du bist ja ein Anfänger und so. Das passiert da also nicht. Ne? Da wird jeder ernst genommen. Und jeder zeigt Respekt gegenüber dem anderen. Auch wenn mal so ein Stück nicht so toll sich anhört, wird er trotzdem hören, ja, das ist sehr gut, du musst halt ein bisschen Feinschliff noch machen. Und ne, also da wird keiner runtergezogen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch wenn man so einen Kursus macht, dass die Leute sich verstehen untereinander. Ja, das ist eigentlich nur positiv zu bewerten. Also machen. Ne? Ich bin froh, wenn ich als Zuhörer dabei sein kann und genieße es auch jeden Donnerstag dabei zu sein und was Neues zu erleben. Und was man, also Musik ist Leben für mich und jeder Ton kann irgendwas bezwecken in meinem Gefühlsleben, auch im Gefühlsleben anderer Menschen. Jeder Ton kann was bezwecken, ja, ob was Moll oder Dur ist, wie auch immer. Ja, das ist, Musik ist eine feine Sache und ich kann nur jedem raten, sowas zu machen.